Servus, Christi, und herzlich willkommen in City Skylines mit mir, dem Wolperdinger 2000. Schön, dass du mit dabei bist und ja, zuguckst, wie die Stadt wächst und gedeiht. Und wir wollten eine Buslinie bauen, ne? Wir haben ja hier unser neues Wohngebiet aufgebaut. Das frage ich mich gerade, warum hat es mir den Bus hier eigentlich so hinterzogen? Das will ich nicht, ich will dich hier haben. Ja, ihr müsst nicht traurig sein, ihr kriegt eine eigene Linie. Ganz eine eigene Linie kriegt ihr. Und die lassen wir mal, weiß ich noch nicht. So, die startet mal hier und fährt dann hier hin, bleibt hier stehen und fährt dann hier nochmal rein und hier so rüber. Die bleibt dann auch hier stehen, fährt hier nochmal hin und dann fahren wir hier hoch, dahin. Dann ziehen wir die hier so rüber. Die darf hier auch nochmal stehen bleiben. Und meinetwegen. Ach ja, die ziehen wir hier so durch, genau. Und dann so. Und so ein bisschen. Freuen sich die Leute. Dann fahren wir dahin. Dann können die auch zur Schule laufen. Und von da aus ziehen wir sie wieder zurück, oder? Das ist schwierig, weil die hat irgendwie. Wo ist denn jetzt da? Moment mal. Das ist ja mal die schwierige Fahrt hier. Na gut, dann machen wir es aber so. Dann darfst du hier nochmal stehen bleiben. Und dann so. Und hier. Wir lassen die es zurückfahren. Die ist keine Kreislinie, sondern es ist schon echt so eine Linie, die darf in beide Richtungen an beiden Stellen stehen bleiben. Was bist denn du hier? Du bist die Schule, glaube ich. Und dann fahren wir hier so und so und hier. Wo ist die nächste Station? Und hier ist noch eine. Und dann dahin und hierhin und hierhin und hier. So. Schaut ja heiß aus. Okay, Buslinie. Wir haben eine neue Buslinie. Und kann man eigentlich auch gucken, wie geht denn das jetzt? Öffentlicher Personennahverkehr. Doch, genau. Und dann gehen wir hier auf Buslinie. Bus. Ah, da kann ich schauen. Die Buslinie 1. Und das mache ich das so, oder? Nein. Ach, da kann ich hier eine andere Farbe geben. Das ist praktisch. Ja gut, dann machen wir das auch mal, dann kennen wir es ein bisschen besser aus. Das ist so ein dunkelblauer Bus, warum nicht? Die zweite, die ist irgendwo da oben, das ist unsere grüne Linie. Und die dritte, das ist hier so eine. Da machen wir mal eine rote Linie draus. Ah, ach, da kann ich, so kann ich schauen, wie die Leute drin sind und fahren. Ah, cool. Nee, ich will ja keinen neuen Namen geben. Ich wollte das Fenster hochziehen. Ach, und da kann man das einstellen, alles klar. Ob es in der Nacht fährt oder nicht. Wo die Leute an den Haltestellen stehen, da kommen lauter volle Busse. Da stehen viel zu viele Leute rum. Ich glaube, da müssen wir ein paar mehr Busse auf die Linie bringen. Bringen wir mal. Ach, 15, komm. Nicht, dass uns hier. Da stehen ja ewig viele Leute und da kommen nur volle Busse. Das geht nicht. Das geht ja gar nicht. Und ihr habt ein Wasserproblem. Wieso habt ihr ein Wasserproblem? Okay, unsere Wasserverfügbarkeit ist ja auch unter aller Sau. Wo pumpe ich denn das Wasser eigentlich raus? Hier hinten. Da ist noch irgendwas kaputt. Ja, dann lass uns mal hier ein bisschen frisches Wasser holen. Für die Stadt. So, dann stellen wir das mal ans Netz, das Zeug. Und Strom habt ihr auch keinen. Ihr habt ja keinen Strom. Ach, weil da dieses Ding ist. Das da. Moment mal. Kann ich dich so anklicken? Muss ich das so machen? Halt.
Jetzt das. Naja, gut, dann kein Wunder, dass die kein Wasser haben, wenn nur der Wasserturm oben arbeitet. Meine Herren, du. Und keiner sagt was. Alles so. Ach du, wir haben keinen Strom. Wir haben kein Wasser. Weinen aber nicht groß rum. So. Doch, die da oben weinen auch ein bisschen. Habe ich das komplett vergessen, das Wasser reinzuziehen? Ja, natürlich. Ich hält. So, einmal hier Wasser. Und dann schließen wir uns einmal da drüben an irgendwo. Machen wir es so. So. Okay, passt auch. Strom solltet ihr eigentlich haben, das ist kein Thema. Die entleert sich, haben wir gesagt, ne? Genau, und dann können wir sie rausschmeißen. Und die bringen das ja hoffentlich hier zu unserer Müllverbrennung hin. Hoffentlich. Ihr arbeitet, oder? Oh ja, die sind aber schon... Ja, die werden gerade vollgestopft, ne? Aber ihr bringt auch Strom. Ja, sollten es eigentlich. Für was hat man eine Müllverbrennung? Macht ja Strom. Strom oder Fernwärme? Was macht die? Strom. Fernwärme kann man eigentlich hier auch sowas schon machen. Wir können dicke Rohre legen. Aber eine Kesselstation und ein Geo-Kesselstation. Versorgen Sie Ihre Bürger mit dieser guten alten Kesselstation mit Wärme. Okay, das heißt... Oh Gott, was ist denn da los? Verkehrskollaps! Oh mein Gott. Ja, geht noch. Was bist du? Ach, du bist unser Bus-Tipo. Oh Gott. Leute, was ist hier passiert? Oh oh. Oh Gott, wie ging jetzt das wieder? Straße? Muss ich da so? Nein, muss ich nicht. Straße. Moment. Verkehr. Verkehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, das geht so auch nicht. Irgendwie kann ich doch sagen, was bist du denn? Fluchtwege. Feuerwehrturm. Ich brauche jetzt keinen Feuerwehrturm. Stufen, Verkehr, Verschmutzung, was bist du hier? Verkehrsrouten, ich glaube, das suche ich. Kreuzungen, wir machen hier mal Stopp und Stopp, dass der Verkehr hier von der Autobahn besser runterkommt. Wir machen hier einen Stopp. Und das, sagen wir hier, Route, Straße anpassen, ausgewählte Straße, das hier wird eine Vorfahrtsstraße auf jeden Fall. Cool. Oh Gott, hey, schau mal, wie der Verkehr läuft, das ist ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verkehrskollaps. Ja, aber ehrlich, da müssen wir uns mal kurz drum kümmern, ein bisschen. Was habt ihr für Probleme? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, wie gebildet? Und die haben kein Wasser. Hochgebildete braucht sie auch noch. Okay, das heißt, wir müssen eine Uni bauen. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass die hier Wasser haben. Ich vergesse das einfach, ne? Ja, bauen wir hier schon mal die hochwertigen Rohre für später. Was hast du gerade gesagt? Ach, die Polizei bietet kleine Lagerräume an. Oh ja, jetzt kommt das Mikromanagement schon langsam. Ich komme in Stress. Nee, nicht wirklich. Aber wir könnten hier erstmal noch so... Ach, das ist hier alles noch das Gebiet. Und die Sonnenhöhen, die muss ich jetzt hier ein bisschen wegnehmen. Nein. Wegnehmen. Die Sonnenhöhen gehen nämlich bis maximal dahin. Und hier holen wir uns das Elisabethviertel nämlich noch rüber. So. Und die Sonnenhöhen, die gehen bis hier hin. So gehen die mal. Naja, vielleicht hier. Lieber so ein bisschen. Schwierig. Kriegen wir schon. Passt. Was zwitscherst du mir denn? Ja, hallo, du kriegst gleich noch viel, ganz, ganz andere Industrie, aber erstmal muss ich mich hier drum kümmern, dass hier wieder alles läuft.
Okay, so, ich habe hier andere Probleme. Was denn? Nicht genügend Wärme. Ach, es ist, weil ich jetzt die Dinger gelegt habe, oder? Oh Gott. Oh Gott, da habe ich mit was angefangen. Jetzt weinen die hier rum. Oh Gott, oh Gott. Ja, gut, das muss ich aber hier erstmal. Nee, wie geht denn das jetzt? Upgraden. Na, dann gräben wir halt mal ab auf Fernwärme, ne? Schön langsam. Hoffentlich kann ich mir auch bald dieses Kesselhaus hier hinstellen. Aber das ist natürlich besser, als wir mit Strom heizen. Wir heizen schon mit Strom. Ja, die Amis. Die machen sowas gerne. Aber wir sind ja keine Amis, ne? Also deswegen habe ich jetzt kein Geld mehr dafür. Ich müsste eigentlich erst so ein Kesselhaus irgendwo, ein Kesselbuntes. Dazu brauche ich die Kohle. Das habe ich natürlich echt. Das war jetzt Bockmist. Das war jetzt totaler Bockmist. Ich glaube, ich muss mir einen Kredit holen, damit ich das schnell hinkriege. 20.000 reichen nicht. 60.000. Ja, wir kriegen es ja wieder rein. Komm. Kein Thema. Aber ich muss jetzt hier Geothermie-Heizkraftwerk. Ne, ich nehme so eine Kesselstation. Und die stellen wir mal hier hin. Da steht die doch gut. So, und jetzt müssen wir hier natürlich upgraden. So, und jetzt sollten die hier eigentlich. Du bist nicht connected, wieso nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Wo musst du noch hin? Hallo? Was fehlt dir? Was fehlt dir? Mit dem Wassernetz habe ich doch gerade, dachte ich. Nicht genügend Wärme. Ich dachte, ich habe dich gerade ans Wassernetz angeschlossen. Nein, habe ich nicht. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Muss ich den hier mal kurz abreißen? Moment, ich mache mal kurz Pause. Ja, genau, das war nicht angeschlossen, weil. Halt. Ach, weil ich auch verbessern bin. Deswegen. So. Nicht mehr genug Geld. Ja, dann her mit der Kohle. 1200 kostet mich das. Dann machen wir es erstmal hier. Und dann schließen wir es von hier nochmal kurz an. Jetzt, das läuft's. Ich war noch auf Upgraden. Ich würde dich aber trotzdem hier gerne anschließen. Weil wir sonst da keine Verbindung rüber haben zu den anderen. Hallo. Oh, 1200, komm, das kann nicht so lange dauern. Das kann natürlich ewig dauern, wenn ich hier auf langsam bin. Wieso bin ich hier schon wieder auf langsam? So, jetzt das. Gut. So, jetzt heizen die. Jetzt müsste es eigentlich dann funktionieren, oder? Heizung. Heizverfügbarkeit ist perfekt. Das muss jetzt nur noch laufen. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen upgraden wahrscheinlich. So, dann sollen die alle hier mit unserem Heizkraftwerk verbunden werden. Eine kleine Stadt, 7500. Juhu, wir wachsen und gedeihen. Wir können Seilbahnen bauen. Cool. Seilbahn durch die Stadt. Eine Stadtseilbahn. So, das schaut doch jetzt schon mal ganz gut aus, die hier. Ihr kriegt alle eure Wärme noch. Die können jetzt alle
Ich hoffe, dass es funktioniert. Doch, Heizungen, Verfügbarkeit schaut gut aus, oder? Das wird schon noch werden, hoffe ich. Stadtinformationen. Ah. Wir haben sehr wenig Senioren. Wir haben viele Erwachsene. Schaut doch ganz gut aus hier. Und ich weiß nicht, warum es die hier gerade noch so am Rumheulen sind, dass sie hier eigentlich noch keine Heizkraft kriegen. Ihr hängt es doch drin im Netz. Aber wir könnten trotz allem mal hier noch so eine Linie rüberziehen. Jetzt das. Was immer das jetzt gerade ausgelöst hat, dass ich das hier rüberziehe. Du bist doch hier auch angeschlossen, dachte ich. Naja, gut, wir machen hier mal so ein paar Querverbinder rein. Das kann ja nicht schaden auf Dauer, ne? Eben. Schön, wir heizen unsere Stadt nicht mehr mit Strom. Das heißt, die können hier mit der Heizung arbeiten. Gefällt mir. Was für eine tolle Stadt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich träume. Danke. Sowas liest man doch gerne, ne? So, dann ziehen wir mal hier. Ich will wieder upgraden, bitte. So. Die kriegen gleich alle Heizkraft, also Fernwärme. Weil Fernwärme ist toll, spart uns den Strom auf jeden Fall. Und dann ziehen wir hier noch eine Leitung runter, würde ich sagen. Also hier machen wir mal so einen Querverbinder hin und den ziehen wir da hoch. So. Jawohl, sehr gut. Und da brennt's. Oh mein Gott, es brennt. Und die Feuerwehr ist schon da und löscht. Meine tapferen Feuerwehrleute. Da, schau. Oh, es brennt. Oh mein Gott. Und da ist die Polizei. Und verhaftet den schlimmen Menschen. Nee, die fährt mal anders hin. Wo fährst denn du hin? Da ist was passiert. Oh Gott. Hier ist was passiert. Das haben sie irgendeinen eingekastelt, oder? Apropos Polizei und Einkasteln. Wo sind denn meine Polizeistationen eigentlich? Hier oben ist eine. Ist das die einzige? Echt? Das ist aber schon wenig. Ja, ich will da nur mal kurz gucken. Verbrecher im Gefängnis. 18 von 20. Ich kann aber auch so nach der Polizei gucken, gell? Das muss ich ja nicht anders. Ah, Polizei. Polizia. Das ist die... Nein. Fluchtwege. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Katastrophenerkennung. Das interessiert mich schon mal eher. Ja, wir sind voll abgedeckt. Das ist gut. Nicht, dass es da was passiert. Was ist das hier? Kriminalitätsrate. Die wollte ich genau. Schaut ein bisschen. Also da haben wir eine Polizei. Und hier haben wir eine. Oh, die Einrichtung ist leer. Sehr gut, dann können wir die wegschmeißen. Und da sind auch schon 16 im Gefängnis. Oh. Als erstes schmeißen wir mal hier das Ding hier weg. Ja, will ich. Wir haben genug andere. Und ich will ein Gefängnis. Ich will ein Geheimdienst. Will ich nicht. Polizeihauptquartier. Ein Gefängnis. Ich hätte gerne ein Gefängnis, aber das kostet mich gerade zu viel. Okay, dann bauen wir aber hier auf jeden Fall noch eine Polizei da hinten hin. Wir haben ein bisschen wenig Polizei hier in der Ecke, ne? Ganz schön wenig, um zu sagen. Viel zu wenig. Bauen wir mal hier eine Polizeistation hin. Vielleicht sollten wir auch mal hier noch ein bisschen für Feuerwehr sorgen, trotz allem. Was bist du? Ach, halt hier Feuerwehr. Noch eine Feuerwache. Das schaut hier nämlich auch alles ziemlich mau aus. Gerade in der Ecke hier hinten. Stellen wir hier eine Feuerwache hin. Das freut die Leute. Gut, Polizei hätten wir auch, haben wir gesagt, gell? Einen Arzt könnte man noch nehmen. Eine Arztpraxis. Da schaut es hier nämlich auch ziemlich mäh aus eigentlich. Den stellen wir mal dahin.
Und was ich auch noch gerne machen möchte, ist eigentlich, wenn ich ehrlich bin, hier noch so einen Querverbinder hier reinbauen. Was hat er jetzt gebaut? Was hat er jetzt für eine Straße gebaut? Ach verdammt, total die falsche. Ach nö, schaut eigentlich ganz hübsch aus. Passt schon. Mit Bürgersteig, oder? Ja, mit Gras dran. Welche waren das jetzt? Was habe ich jetzt da gerade? Ach, die hier. Zweispurig mit Gras. Ja, passt schon. Ist doch hübsch. Bisschen Gras in die Stadt. Kann nicht schaden. Und dann machen wir hier noch ein bisschen Verschönerung. Nein, die machen wir nicht mehr. Ich sehe gerade die Folge schon wieder rum. Mein Gott, du, wie die Zeit vergeht. Kaum tust du ein bisschen was. Okay, dann sorgen wir in der nächsten Folge mal für besseren Wohnwert hier in der Gegend. Und wir müssen uns endlich um unser Industrieviertel kümmern. Und die ist auch leer, oder? Bist du leer? Nein, die ist noch am Endleeren. Okay, alles klar. Gut, dann war es das, wie gesagt, für die Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn wir hier unsere Stadt schön langsam und gemütlich wachsen lassen. Und bis dahin, mach's gut, gell? Ciao, ciao und servus.